Und wir haben jetzt nochmal die Grafik mit den Ergebnissen angefordert. Na, gucken wir mal rein, da können wir uns mal ausrechnen, wer wie viele Punkte hat. So. Gehen wir auf München. München hat das erste Spiel 2-1 gewonnen. Das zweite verloren. Also München muss jetzt auch gewinnen. Also der Gewinner von dem Spiel ist eigentlich dann weiter. Deswegen, ja genau. Deswegen müssen die 2-0 gewinnen, wahrscheinlich wegen Torverhältnis. Dann sind sie punktgleich mit... Also Gruppe... hier, da ist die... Genau. München 2. Ja, genau. Ist München nicht sowieso schon weiter? Weil wenn Zehlendorf doch gewinnt, dann ist Mannheim. Dann habe ich bei alle 3 Punkte. Ah, nee, stimmt. Ja, aber glatt für... So, und jetzt gibt's ja auch mal ein paar Gesänge von Münchner Fans. Auf geht's! Ich habe auch Stimmung mit. Okay, wir haben deutlich mehr Zehlendorfer im Chat als Münchner. Schade ist, denn der Freistaat Bayern ist doch überall. So, wird hier wieder ein bisschen gerannt. Latz. Ja, schön ein bisschen Energie verpulvern. Perfekt. Ist ja wieder eine schöne Ansage. Mal gucken, wer was sagt. Erzählen auf, kommt das irgendwie ein bisschen. Ist ja nur ein Torwart dabei. Ja. Das ist der zweite. Motiviert darüber. Aber ist ja klar, ne, dass man motiviert ist, wenn man Sieg braucht. Machen wir uns die Kaderlisten auf. Zehlendorf und München. Wo sind sie? Die Münchner Madeln heißt es doch, oder? Auf dem Oktoberfest. Da. Zack. Da ein bisschen geklatscht im Münchner Kreis. Ob das viel bringt, weiß ich jetzt nicht. Dann, mein Lieber, ich wünsche dir viel Glück bei deiner Wette. Ah, stimmt. Die Wette habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Also, wir beide, Wette um eine Runde Bier für uns beide. Wenn wir hier nervigen Fans neben uns, weiß ich, wer genau, zu wem die gehören, aber... Die waren wohl nicht so zufrieden mit den Ludwigsburgern. Ach! So. Ich glaube, das ist ein Spiel, das ich auf aktuelle Augenhöhe. Ich glaube, das ist quasi ein Top-Spiel. Beide müssen da gewinnen und können sich nicht irgendwelche erlauben, 10 Minuten Standhockey zu spielen. Das kann nicht passieren. Können sich beide Mannschaften nicht erlauben. Das heißt, wir werden hier aktives Hockey sehen. 400 wir waren gerade immer 500, 550 dabei. Oder so. 407, ja? Entspannend, oder? Ja, eben. So, also jetzt hätte sich der Kanal schnell rumgesprochen, der neue. Der ist wohl ganz heiß. Ja, aber das liegt wohl am Namen. Der Newcomer. Oder der Newcomer. Boah, ich muss mal hier refreshen. So, mach's mal. München im Kreis. Oh, gut gehalten. Raus. Und dann geht's in Pfiff für Zehlendorf. Können Sie schnell lösen, versuchen Sie es. Stimmung kommt ja nicht mehr ran. 430. Bin ich mal gespannt hier. Also beide Mannschaften sind direkt gestartet, mit 18 Sekunden gespielt. Beide Mannschaften haben richtig Gas reingegeben. Mal gucken, wie lange sie das Tempo halten können. Weil ist anstrengend. Aber Trainer von München gibt die Daumen hoch. Daniel Schwald, zeig mal einen Daumen nach oben. Oben werden die Münchner Fans ihre Kollegen anfeuern. Entschuldigung, Kolleginnen. Extremer Druck, von München abgefangen. Geht nach außen, findet ihre Mitspieler leider nicht. Von Zehlendorf. Pfiff gegen München. München steht sehr weit vorne. Weil sie den Ball geht ins Aus. Kriegt sie nicht mehr. Nein. Lassen wir so. Okay, mal einfach ein MSC. Sind gerade mit dem Ball nach vorne gegangen.
So, mal gucken, welche Fans hier mehr im Chat vertreten sind. Ich habe schon gesehen, zählen noch Fans sind mehr da. Ja, schreibt mal alle rein hier, für wen ihr seid. Und das ist der Pfiff gegen München. Wespen. Julia Böhringer ist einfach eine Einzelspielerin. So, Wespen ist hier mehr vertreten. Naja. Ich glaube, die München haben kein Internet zu Hause. Die empfangen den Stream nicht. So. Tiefer Ball. Ah, der geht hoch. Schade, Stecherversuch. Und der Poloschweinereiter Johann, mein Lieber. Schreib mir auf WhatsApp ein paar Interviewfragen, bitte. Johann. Für Johanna Barks. MS hier im Ballbesitz, täuscht einen langen Ball an, geht aber doch in den eigenen Kreis. Press da drauf, die wollen den Ball umlegen haben im Kreis. Das ist eine Situation, die man als Verteidiger nicht so gerne sieht. Ich sehe nichts. Ball ist in der Ecke. Ja, probiert hier nach innen. Ah, jetzt im Ballbesitz. Oben rausspielen, tippe ich mal. Ja, nichts Spektakuläres. Ja. Ja, die Fans fordern jetzt auch. Ich stehe Team Geld davor, ich sehe genau, auch nicht. Macht ihr auch. Jetzt links rüber. Verlagern. Schön, harte Pass. Oh. Und neben Tor, ein 1er auf. Sehr schön gespielt. Das war klasse, das war ein 1er Spielzug. Das war Ast reingepasst. Super vororientiert und dann triffst du das leere das Tor Team, nicht. Von welchem Team kennen wir so schönes Hockey von heute? Ja, von Ludwigsburg, natürlich. Absolut, natürlich auch. Jesse Schwarz und auch ein 1er Spiel heute gemacht. Ich glaube, Jesse Schwarz ist auch schon in unsere Köpfe rein, oder? Ja, super Turnier, Schütze. Leider konnte ja in den zweiten 15 Minuten wenig reißen. Ist gerade eben nicht mehr zeigen. Schön, astreines Dribbling. Jetzt hör auf, die Leute zu bannen, ey. Aber bleibt da dran auf jeden Fall. So. Wie Leute sind wir denn? 440 Leute. Hat geschrieben Quatsch. Ah, da ist keiner. Für 10 Sekunden. Der will Dina Kröger hinten auch mal ein bisschen lauter. Mahnt da ihre Spielerin an, vorne den Ball zu nehmen. Welche Trikots findest du schöner? Also ich finde, so hellblau und dunkelblau eine schwierige Kombi. Da finde ich rot und weiß schon besser. Ja, ich finde die besten Trikots aber echt ganz gut. Oh, jetzt da ist keine Farbe drin. Zum schnellen Konter. Ah. Wird gut abgefangen. Mal spiel schnell. Jury lässt es nicht laufen. Oh yeah, das ist Team aus da. Wieder an der Bande gefangen. Kann hinten rum raus. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal ein Follow da lassen. Wird bestimmt mehr Hockey-Content in nächster Zeit kommen. Ich finde gut, dass du so positiv bist. Bleibt auf jeden Fall dran, mein Lieber. Bleibt da dran. Ja. Ich starte jetzt auch richtig durch mit Twitch. Feedback-Runde kommt dann später von mir. Aber war Fuß, ne? Ja, haben wir gesehen. Oh. Zählen noch auf den Ball. Oh, wunderschönes Dribbling. Schöner Zieher. Welchen meinst du, Freaky Friday? Freaky Friday, welchen meinst du? Nummer 1 oder? 2. Eieiei. Bin mal gespannt. Ui, 2, du bist es. Hey, so. Freaky Friday, ich danke dir. Münchner Ball. Meine Stimme musste wegen Karneval die Tage einiges durchmachen. Aber freut mich, dass sie dir gefällt. So, jetzt. Mal nach innen. Ich stecke jetzt an der Bande. Und wieder der Aufbau über Lina Kröger. Jetzt 2-2. Also und jetzt muss schnell gehen. Ah, das ist Weltklasse-Verteidigung von Lina Kröger. Und das hat sie stark jetzt irgendwie einen Schläger zwischenbekommen. Ich sehe nichts. Ja, wird sie ausgebremst und kriegt
wegen Schlägerstellen dann Pfiff gegen. Trotzdem gute Aktion von Lena Kröger. Warum? Es gibt einen Pfiff gegen, du spielst in das gelegte Brett rein. Was soll das? Was? Was soll das? Muss man mal ehrlich sein hier. Damit die Zuschauer auch ein Feedback haben. Oh, geil. Wenn das gewollt ist. Na gut. Also Zehlendorf spielt ein 1er Hockey bis jetzt, also die kommen gut vorne durch. Aber für meinen Tipp ist das natürlich schwierig, ne? Nehmen den Ball an, schön kann ich ja durch. Na, die falsche Spielerin hat sie gefunden. Kim Schrupp am Ball. Kann ihn ablegen. Neuer Aufbau. Schiri lässt weiterlaufen. Das sieht man viel von Lena Keller, der 45, die ist Vorhand rausgedreht. Ja. Funktioniert auch eigentlich ganz gut. Schön, nur linke, danach. Linke Schulter. Ja. Ist immer irgendwie dann ein Brett dazwischen. Da kann die leider nicht die gute Aktion fortführen. Ordentlich reingegangen. Kriegt aber okay, Pfiff geben. Pauline Remmele am Ball. Gewesen um 38. Fair jetzt. Rüber auf Keller. Oh, 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 oh. Boah, Gas, Mädels. Für Mannheim. Ich finde auch, jetzt ist mal München tut sich schwer, da in die gegnerische Hälfte zu kontakten. Ja, jetzt waren aber mal tief in der 10er, aber ja, das müsste die lange Ecke geben. Aber jetzt so nach knapp 10 Minuten gespielt, München ist das zweite Mal im Kreis. Die haben wieder Probleme wie gegen, wer war das vorhin? Boah. Raffelberg? Ja. Die da, wo die keine Lösung für das Spiel hatten, da reinzukommen. Weiß ich nicht. Wieder nochmal das Tor bringen. Torwart ist draußen. Sollte die lange Ecke geben. Genau. Was ist 1896? Ist das Gründungsjahr von München oder was? Ja, wir sind fast 500 Zuschauer, Chat. Das freut meinen Kollegen Tom Sancho natürlich sehr glücklich. Er freut sich richtig, dass er fast 500 Zuschauer in seinem Stream hat. Oder? Oder? 490 sogar. Also ich merke, die Halle wird gerade ein bisschen lauter. Also Stimmung geht hoch. Ja. Und der Trötmann ist nicht da. Grüße geht auf jeden Fall raus, dass du nicht da bist. Aber Zehlendorf nimmt die dominante Rolle an. Ja, absolut. Aber müssen sie ja natürlich auch. Weil sie brauchen ja unbedingt den Sieg. Oh ey, das ist... Ja. Immer was man den ganzen Tag gesehen hat, die ist in die Ecke laufen. Ja. Und es ja, ist halt... weiß nicht, wie man... Aber was Zehlendorf gut macht... Das ist schön. Die haben im Kreis ihre Anspiele, sie kommen gut da rein, aber das, am Ende fehlt das der nötige Abschluss. Wieder links rausgerüttelige Schulter. Oh. Und er ist 1:0. Und er springt sie hoch. Und Fritz muss gerade nachmachen, so. Weil er mich hochspringt. Da wird ein bisschen der Hallenboden mit dem Trampolin verwechselt. Ja. Aber es wollen wieder München, kann mit den Bock nicht umgehen, die kommen da nicht durch. Jetzt wieder gerade Pfiff für sich. Glücklicherweise Pfiff für den Diagonal. Das ist natürlich wie ich Abstand. Schiri lässt trotzdem weiterlaufen. Jetzt kriegt München aber den Pfiff. Wir haben gerade gehört, ein Tor. Wir haben gerade gehört, ein Tor. Das hat hier gerade eben wer im Chat erklärt. Obwohl, die müssen ja vor Mannheim und München sein. Alle haben drei Punkte. München und Mannheim haben drei ja. Punkte. Ist 4:2. Ja. Und haben die ersten beiden Spiele verloren. Ja. Die haben nur ein Tor geschossen. Die Westen kriegen in die Ecken.
und sind jetzt auch deutlich besser im Spiel drin als der MSC. Ja, machen ein gutes Spiel bisher. Weil die Münchner haben wenig Plan, was sie mit dem Ball machen sollen, wenn sie aufbauen. Die Münchner kommen aus ihrer Hälfte nicht raus. Ne. Die wissen nicht, was sie machen. Aber genau das gleiche haben wir gegen Raffelberg auch schon gesehen, ne? Haben sie keine Taktik gefunden dagegen. Na gut, mal gucken, was sie aus der Ecke machen. Wäre jetzt nochmal ein wichtiges Tor für die Westen. Uhr putzen ist keine Pflicht. Zeit von der Uhr. Powerplay, ja, würde ich nicht sagen, aber machen da schon gut Druck. Und so eine Spielerin muss raus. Sie geht mit, muss in den gegnerischen Schusskreis. Da macht die andere Bugs aber eine schöne Ansage, dass sie doch da bleiben soll. Eigentlich eine gute Taktik. Die habe ich mal bei der englischen Nationalmannschaft gesehen, die viel gemacht hat. Hat echt gut funktioniert. Ja. Haben die bei Olympia auch mal gemacht. Und zwar die Deutschen, das war hier Tobi Hauke und so. Gegen Spiel gegen Niederlande, glaube ich. Halbfinale. Hält Flora, Kiesmüller war echt gut, muss man sagen. Hechte da noch hin, gerade im richtigen Moment. So. Danke dir, Hockey Geek 27. Und dabei bedecken wir sie jetzt, wie lange sind wir live? 9 oder 10 Stunden? Ja, seit 9 sind wir live, also ja, 10 Stunden sind wir jetzt live. 10 Stunden. Circa genau 10 Stunden. Ein Tag ist lang, ne? Ja. So, jetzt 10 Uhr am besten mit dem Aufbau, 30 Sekunden auf der Uhr. Vielleicht können sie auch einen Angriff starten, aber nicht, wenn man den Ball kurz vor dem Ding verliert. Langer Ball. Lina Kröger am Ball. So, und jetzt mal vielleicht, und jetzt muss Tempo da rein. Probiert sie auch. 20 Sekunden noch, das kann reichen. Schöner Diagonalpass. Aber wird der Ball abgenommen. Die zieht vorbei, mach es doch, pass mal auf. Die ist aber in der Ecke drin. In die Ecke. Dann ein harmloser Schuss. Und das Ding ist Flora Kiesmüller da ohne Probleme abwehren kann. Und das war's dann auch erstmal mit der ersten Halbzeit. 1-0. Möb. Da ist geht der auf Huter. Jeden Fall, klar so. Also verdient für die Westen. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Also fassen wir die erste Halbzeit zusammen. München kommt nicht aus seinem Aufbauspiel raus. Sie haben da wenig Ideen. Ja. Wie gegen Raffelberg gerade auch. Und wenn sie im Kreis sind, nicht gefährlich. Ich habe die Jungs vom TSC hier, wenn hier, Jens da gerade noch drin ist. Grüße gehen an meinen Trainer daraus. Der weiß es auch. Ich bin gespannt wie Pfeil und Bogen. Oh, ich war gespannt wie ein Bettlaken oder so. Das sagt aber mehr so Marcel. So. Ja, das ist besser. Nee. Ey, worüber wir uns jetzt gerade schon wieder hier unterhalten. Jetzt gerade Halbzeit, wir haben die Fehler angesprochen, dass München da nicht rauskommt, dass Zehlendorf immer in die rechte Bande geht. So, hier sehen wir jetzt nochmal die Tabelle, die Live-Tabelle. Hey, warte eine Minute raus. Eine Minute. was er für eine Macht hat, ey. Hat die eine nervige Stimme, ey. Ja, das. So, wir würden jetzt nochmal... Für letzte Halbzeit werfe ich mir nochmal eine Halsschmerztablette. So, alles in die Linie. Ja. Letzte Halbzeit des Tages. Und los geht's. Langer Ball. Kommt direkt mal an. Jetzt am besten Akzent nach innen, aber der Schade. Ist sinnlos, der Pass. Er ist jetzt 2 gegen 2. 2 gegen 2. Was man so oft im Training trainiert. Oh, nee. Und das ist blind ins Das habe ich auch gesagt, dass der Ball nicht durchkommt. Und Fuß. Und das ist die Ecke für Zehlendorf. Die Ecke von Lina Kröger verursacht. Ja, Seifert, bitte gerade. Frederike Seifert macht ein super Spiel. Auch die anderen Spiele gut gespielt. Kann man hier rausheben. Aber ich will gar nicht, dass Zehlendorf gerade gewinnt. Jetzt muss ich ja morgen noch eine Bier ausgeben. Oh ja, stimmt, meine Wette ist ja noch am Laufen. Ich bin ja für Zehlendorf. Da war ja was. Vergesst das die ganze Zeit. Also im Gedächtnis wie so ein Sieb, ne? So. Na gut. Raus, zack, Ablage. Seifert. Oh, Mann!
Aber astreine Ecke. Ja. Und wir sprechen es gerade an. Seifert macht ein super Spiel. Er legt jetzt hier noch einen drauf. Und jetzt gibt es hier schwere Proteste von München. Oh, da wird es laut. Proteste. Oh, David. Oh. Ganz kurz. Kamera, können wir auf die Berliner da, auf die Münchner da gehen? Die rasten da gerade ziemlich aus. Nina Kröger geht jetzt auch hier. Zeitstopp. Was ist das denn jetzt? Also, ja, ich hab's auch nicht so ganz gesehen. Es war ein geschlagener Ball. Und die Torhüterin hat sich einfach ausgezogen. Ich glaube, die macht hier jetzt einen Streik. Tor zählt. Tor zählt. Ich hab's jetzt auch nicht. Ich hab's tatsächlich jetzt nicht mitbekommen, warum das nicht zählen sollte. Können wir vielleicht nochmal Ripley haben von der Ecke? Nein, ich brauch nicht. Ist gut. So, da sehen wir so. Raus. Lade. Ah, da. Also, zieht den ja über den Boden. Schlag. Ja. Weiß ich nicht. Ich würde die Ecke auch geben. Tatsächlich. Vor allem für ein Bier. Du mich auch. MSC ist gebrochen, ja. Also die haben wenig Ideen, wie sie gegen die starke Verteidigung von den Zehlendorfern herankommen sollen. Von dem Club aus dem Osten, die Ossis. So, und jetzt hat München hier 13 Minuten und 20 Sekunden Zeit, um 2 Tore zu machen. Ansonsten ist noch möglich, sage ich ganz ehrlich, ist noch möglich. Schach für München. MSC ist im Loch, würde ich tatsächlich so unterschreiben. So, jetzt will da das Spiel schnell gemacht werden. Also Team Gelb macht gerade aus Sicht von den Münchnern sehr viele Fehler. Also eigentlich alles falsch. Sehe ich aber nicht. So wie ich gerade... Bin ich nicht der Meinung der Münchner. Münchner, das ist aber Münchner Meinung, 100 pro. Da spricht halt auch die Verzweiflung aus, ne? Und da sehen wir wieder die angesprochene Vorandrehung. Ja, ja. Also die macht es eben aus dem Standard bei ihr. Ja. Die Lena Keller. So, jetzt mal eine tiefe Bein. Und da ist der Fuß. Und da ist Ding die Schnauze da ist bekommen. Der Fuß. Ich glaube, sie kriegt da den Schläger ins Gesicht. Also die hat den Mundschutz drin, das ist gut. Ah, hier wird gerade geschrieben. Selbst von Legende. Oha. Torwart war nicht fertig gewesen. Bei der Ecke anscheinend. Okay. Okay, das ist interessant. Da haben wir gar nicht drauf geachtet. Ja, darauf habe ich auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weiß nicht, ob man das gehört hat. Sobald sie hier hinter der Linie steht, ist sie somit bereit. Muss die Torhüterin sich ins Feld stellen und sich anziehen. Na gut. Nehmen wir wieder eine Vorandrehung. Nee. Aber mir ist aufgefallen, dass wenig Mitspielerinnen ihre Mitspielerin auf direkt neben sich sehen. Ja. Deren Blickwinkel, wie so ein Scheuklappe, ist nur geradeaus. Ja, ja. Ist ein bisschen schade, weil dadurch deutlich mehr Tore fallen können, könnten. Ja. Wenig, sehr, sehr viele Einzelaktionen. Ich auch nicht. Der lange Ball. Oh, ja. Schöner Fake. Na gut. Also man sieht jetzt, München spielt Press. Was natürlich auch möglich ist. Und es funktioniert. Ja, kriegt München den Pfiff. Kann man vielleicht auch laufen lassen, obwohl der Ball da nach uns ausgeht. Na gut, jetzt mal der Aufbau von München in der Hälfte von Zehlendorf. Innen rein, das sind halt die ungenauen Pass. In dem Fall von Lina Kröger. 3 gegen 2. So, jetzt mal. Zehlendorf im Spiel steht 90 Grad. 90 Grad stelle Mitspielerin. 90 Grad. Siehst du bitte. 90 Grad. 90 Grad.
Also es wird immer spannend, Chat. Also wir können... Zeit läuft nicht. Okay, Zeit. Also beide Teams ganz locker noch weiterkommen. So, und das macht sie schön. Oh, je. Ja. Oh, das war für mich eigentlich ein Foul. Weiß ich aber nicht. Na gut, geht erstmal weiter. Für Zehndorf jetzt Seifert an der Bande. Spielt den Ball wieder hoch. Jetzt mal nach rechts. Ja, aber wenig Tiefe gerade wieder. Steht niemand im Kreis von den Zehndorfern. Seifert geht da gerade hin. Ja, jetzt kann man mal pressen. Genau. So, jetzt Seifert. Kann mal wieder zaubern. Macht sie gut. Das macht sie sehr gut. Macht sie sehr gut. Man merkt schon, dass Berlin, also die Zehner Westen, deutlich die überlegenere Mannschaft ist. Seifert wieder mit der Chance. Ja. Dieser Quatsch, das war mal der ganz klare Fuß. Ja. Und die Verzweiflung ist jetzt den Münchern ins Gesicht geschrieben. Der war erst über über die runde Seite, dann an den Fuß. Also absolut berechtigter Pfiff. Und anstatt jetzt hier zu verzweifeln. Ja, ich meine, es sind nur 8 Minuten. Das ist im Hallen okay. Echt? Eine Ewigkeit. Man sagt ja auch nicht, ohne Grund. Ecke für den Gegner ist eine Konterchance. Ja. So. Wie fern mal gucken, was wir da machen können. Sehen wir jetzt. Ja, einer raus. Die Zeit tickt und tickt und tickt. Regie, die Zeit läuft nicht. Hör dich nicht. Muss lauter reden. Ich glaube, die machen es gerade. Aber jetzt wird hier ein bisschen rumgebrüllt. Hey, warum? Was ist jetzt die Zeit? Also wechseln hier. Na gut, ne? Ist halt die Münchner Zeit, die hier jetzt runter tickt. So. Gucken wir mal. Aus, zack, Schuss, Ablage auf Seifert. Schön vom Torwart gehalten. Ja. Oh. Schieß den Ball nicht weg, also eine Karte geben. Da kann man mal eine Karte geben eigentlich. Absolut. Der Pfiff war eindeutig schon da, bevor sie geschossen hat. Aber generell, was sich durch Wochen erzielt, ist halt diese lange Leine Schiris. Die wollen möglichst wenige Karten verteilen. Kannst du in so ein Ding einklicken. So, jetzt München mal wieder am Ballbesitz, am Aufbau. Und dann lauern die Berliner schon direkt wieder. Die Zehlendorfer Wespen. Eine Wespe ist doch eine männliche Biene, oder? Nein. War das gerade ernst gemeint? Ich überleg gerade, weil da war doch irgendwas. Hat gerade gefragt. Nee, Drohnen und Drohnenbienen. Der hat gerade gefragt, ob eine Wespe eine männliche Biene ist. Ach, nee. Kann das jemand klippen? Kann das bitte jemand klippen? Abitur Brandenburg. Ja. Abitur Brandenburg, ja. Genau. Und dann kommt noch die Nachricht. Hä, hey, aber ne, Drohne ist eine männliche Biene, oder? Ja, warte, Drohne, Biene. Jetzt kommen wir wieder zum Hockey. Zehndorf wieder mit der Chance. Und da ist der Fuß. Genau, und da gibt's noch die Ecke. Das war jetzt, glaube ich, der dritte Fuß von der Kröger im Kreis, oder? Frag. Das war jetzt die dritte Ecke von Nina Kröger verursacht. Also will die Hattrick machen oder sammelt die da irgendwie Punkte dafür? So. Lena Keller auf dem Schuss. Lux auf der Ablage. Keller macht das so, pass mal auf. Lux. Keller zieht durch. Wow. Und da ist es. Und Keller krönt ein super Spiel von ihr, oder? Ja. Keller, die auch im Training, also in dem Warmmachen, sehr gute Ecken geschossen hat. Absolut, wenn es hier reingeht. Traumtor. Links oben unter der Latte. Da machst du gar nichts. Zu Fuß von Schroff. Macht sie gut. Jetzt der schnelle diagonale Pass. Jetzt kann da. Ah, ist gut gehalten. Ah. Johanna immer noch im Tor. Für die Westen. Und die Münchner
Ging nichts mehr anders hin. Ja, nee, absolut geile Bude, stimme ich dir absolut zu. Wunderschönes Tor. Zehlendorf gefällt mir jetzt echt gut, muss ich sagen. Ja, die gehen ja richtig Druck dran. Ja. Weil München siehst du, die sind aufgewacht, die gehen auch da richtig dran. Komm mal hier, Ball nach vorne, Kim Schopp am Ball. Bin der Mitspielerin. Kommt der Ast rein durch. Ja, das ist jetzt mal stark. Links. Ja, der ist hoch. Und da ist der Schläger nicht unten. Warum beschwert sie sich denn da? Der weiß doch eindeutig hoch. Weiß ich nicht. Wenn ihr den Schiri anguckt und schreit, dann weiß ich nicht, ob die... Naja, wir gehen in die letzten 4 Minuten. Danach ziehen wir mal ein paar Mädels von Zehlendorf mal als Interview, oder? Als Mikro. Ja, die freuen sich bestimmt. Die freuen sich absolut. Dass die noch weiterkommen nach 2 Niederlagen. Wuppen die das Ding hier noch. Ist stark. Ja, schon mit, nur mit einem Sieg ist schon... Ja. Aber an die Leistung können sie anknüpfen. Kann man ganz klar so sagen. Vom letzten Spiel. So. Der Ball war zu lang. Und ich glaube, Julia Böhringer und Lina Kröger hassen dich jetzt auch auf dem Feld. Werfen sich da richtig böse Blicke zu. So, jetzt wieder schön an der Bande da. Und Verzweiflungsball nach vorne. Zeit von unten. Jetzt mal links, das ist super gespielt. Und da ist das 4:0. Und das ist schon die Entscheidung. Seifert. Ja. Boah, du musst mal Lina Krömer ins Gesicht gucken. Du musst, die sieht richtig böse aus. Ja. Die hat auch keine Lust mehr. Nee. Jetzt guck mal, jetzt da, glaube ich, auch einfach nur noch. So Verzweiflungsran. Ja. Die kommt da nicht durch. Ist ein Pfiff gegen dich, Mäuschen. Das ist ja ganz korrekt. Junge. Frederik ist einfach zum 4:0. Absolut verdient. Das ist ein Pfiff gegen dich. Okay, ist hier weiter. Über links. Denkt da in München einmal. So, jetzt. Kim, da musst du einen Schläger unternehmen, wenn ich nicht einfach vorbei soll. Seifert steht da schon wieder bereit in der Mitte, um eine Bude zu machen. Also ich finde es schwierig. Ja, und da ist Rückhand. Er. Schön. Pfiff gegen mich. Jawohl, München, auf geht's. Böhringer ist astrein Ball. Kommt da durch. In der Mitspielerin. Ah. Und er ist das Vergeltungstor. Stark gemacht, aber leider zu spät. Die Münchner, da brauchen sich jetzt auch. Ja, doch. Wie ich so schön sage, eine Ergebniskosmetik betreiben. Um das alle mal zu bedienen, die Floskel. Naja. So, die letzten anderthalb Minuten des Tag 1 der deutschen Endrunde der WHB läuft. Und gleich gucken wir danach ein Spiel mal auf den Spielplan für morgen, ne? Absolut. Wann geht's denn morgen los? Um 9.30 Uhr, oder? Wie gestern auch. Ja. Guck mal auf den Spielplan eben. Ich sehe auch mal wieder auf dem Kanal, oder? Müssen wir gucken, aber... Ich glaube schon. Ich tippe schon. Genau, 39. Der andere ist der andere. Hat ja einen Spermaband bekommen. Naja. Ehrentreffer, jawohl. So, jetzt wird es nochmal schwer. 45 Sekunden auf der Uhr. Lina Kröger, kann ich mal was machen? Kann ich noch ein paar Leuten den Respekt nehmen? Respektet geben. Geh nochmal rein. Ah, da war ein Fuß. Willst du mal ein Beini gegeben? Doch nicht. Guck, ein Beini auch eine Kiste gibt oder einen Kuchen, keine Ahnung. So, wir haben jetzt gerade 19:37, wir sind gerade 517 Zuschauer. Auch schön, Chapeau an euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, Chapeau an euch. Ohne euch wäre der Stream halb so lustig. Ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der guckt. Und guckt natürlich auch auf den morgigen Tag. Da seid ihr natürlich auch wieder alle herzlich willkommen.
Wir werden auf der Hockey.de-Seite und auf den Instagram-Seiten der verschiedenen Vereine bekannt geben, bei welchem Kanal das Ganze läuft. Den Kanal hier von... Und das war's. Und Zehner bis weiter. Und pure Ekstase jetzt hier. Aber haben sie sich verdient, auf jeden Fall. Ja. Gehen wir beide runter. Und dann kannst du noch jeder interviewen. Kann jeder eins machen. Ja, aber erst gehen wir runter zum Interview. Aber doch nicht beide. Ja, okay, komm. Können wir machen. Dann gehen wir runter. Runter. Gleich einmal auf uns filmen, ja? Genau, dann kann man auch nochmal unsere wunderbaren... Was sagen wir dazu? Ich spreche mit dem Co-Trainer vom Düsseldorfer AC. Gutes Spiel. Die Wespen haben sich durchgesetzt, haben davor zwei Spiele unglücklich verloren. Haben es deutlich souveräner gestaltet und ja, die Tore reingemacht. München, ich in der Verteidigung, 1-2. Verdienter Sieg für die Wespen. Mit dem Wort zum Sonntag gebe ich zum Interview in die Halle. So, gehen wir mal runter mit meinen zwei Ferrari-Boys. Und dann werden wir hier mal ein cleanes Interview noch führen. Mach mal. Mit. Da ist die Trommel. Da startet Ulukov. Kann man hier zeigen. Interviews werden geführt. Verabschiedung, müssen wir noch warten. Chat, wen wollt ihr sehen? Ey, ist Verabschiedung schon durch? Achso, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Du hast trotzdem ein Tor reingelassen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich wollte zu null bleiben heute, aber... Ist das nicht mal passiert? Abwehr besser stellen, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Einfach weiter alles zu geben. Aber ein Gegentor am Tag ist meiner Meinung nach total okay. Ist solide. Und wie bist du mit deiner Leistung zufrieden heute? Also ich bin schon ganz zufrieden. Also geht natürlich immer besser, aber das zeige ich dann morgen. Genau. Okay. Alles klar. Wir haben noch eine Frage aus England, die betrifft die englische Meisterschaft. Da wollen wir nachfragen, wie es da eigentlich aussieht mit deiner Leistung und eigentlich geht es nur um dich. St. Lawrence ist eigentlich relativ egal, es geht nur um dich, Johanna. Ja, wir sind raus, was soll man da sagen? Also, aufgelaufen. Es gab Gerüchte, dass du da irgendwie auch dran beteiligt warst. Nee, ich habe nicht mitgespielt. Also, Gehirnerschütterung erstmal einmal und dann bei der Halle und wurde nicht aufgestellt. Ja. Dann falls wir beide das Mikrofon an sie halten, aber. Gar kein Druck oder so, ne? Nee, alles super. Aber was sagt denn. Ja! Ja! Danke für die Info. Dankeschön. Ist noch nicht vorbei. Ja, wir warten. Ja, dann gehen wir jetzt ab. Euch viel Spaß. Und dann morgen viel Glück. Und du machst morgen kein Tor rein. Ich hab wegen dir gerade noch eine Bier ausgeben müssen. Also, ich hab nämlich gegen dich gesetzt. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja. Für mich dann, Jakob. Haben wir das Mikro für dich? Hallo? So, Tag. Wie viele Buden hast du gemacht? In dem Spiel 3. Weiß ich nicht. Okay, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich von uns. Danke. Insgesamt war schon ganz schön knapp, ne? Im letzten Spiel, was war da in den ersten beiden Spielen los? Ja, da waren wir noch nicht drin. Wir mussten erstmal ins Turnier reinkommen. Erstmal an den Hallenboden gewonnen, oder was? Ja, genau. Wir Alles waren klar. noch nicht drin, aber jetzt sind wir weiter. Ja. Und Plan für morgen, was wollt ihr da holen? Ja, tipp ich. Also du möchtest noch einen Wimpel da in deiner Kiste am Ende. Ja, na klar. Okay. Also ist ja das einzige Ziel. Weil wir dich. Wir haben ja eine MVP-Wahl gestartet. Ja, genau. Die hast du heute gewonnen. Echt? Ja. Du bist aktuell die. Auch zum Abschluss. 98, Tom 95. Genau. Auf dem Kanal bist du der MVP geworden. Zum Abschluss jetzt vom Stream. Stream kannst du einmal da oben gucken. Und die ist für dich. Herzlichen Glückwunsch als MVP vom letzten Spiel. Die ist gar keine Sonnenbrille. Die passt Karnevalsbrille aus Düsseldorf. Einmal oben in die Kamera winken. Dass du auch diese coole Sonnenbrille auf hast. Ja. So, perfekt. Und jetzt? Dann bedanken wir uns. Dir einen schönen Abend. Und viel danke Glück für morgen. Morgen mitnehmen, ne? Ja, die bringt Glück. So, kannst du in einen Stutz.